Die Trainerin von Diocletian steht neben mir, Nastassja Volz-Degel. Wir haben ja vorhin den Sportwelt-TV-Wettcheck schon gehört, da war er ja der Tipp, aber eben auch mit dem Verweis auf die Erlaubnis von Leon Wolf, die fällt jetzt weg. Josef Beuko auf jeden Fall ein mehr als guter Ersatz, muss man sagen, aber die Erlaubnis, die hätte halt schon geholfen, ne? Klar hätte die geholfen. Diocletian, ja, kann das heute hier, braucht aber immer ein bisschen Motivation und so einfach es ist, desto leichter fällt es ihm natürlich. Also das heißt, war das jetzt eine Wettempfehlung oder nicht? Ja, also es hat auf jeden Fall eine Chance. Er ist das letzte Mal auch eigentlich gut gelaufen, auch wenn die Platzierung das nicht so aussagt. Und es ist heute ein bisschen leichter, also in die Wette reinlaufen sollte er auf jeden Fall. Hals und Bein dafür. Dankeschön, Nastassja Volz-Degel. Und damit wieder zu dir, Guido. Ich denke, diese kleine Info wird uns auf jeden Fall weitergebracht haben. Denn das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, in den ganzen Rennen, wo Leon Wolf hätte reiten sollen und man eben keinen entsprechenden Erlaubnisreiter gefunden hat, der also dieselbe Gewichtserlaubnis hat. Und da gibt es halt eben auch nicht so viele, vor allem heute hier in Mannheim nicht. Da müssen die Pferde halt eben alle so ein paar Kilo mehr tragen. Ich weiß nicht, Guido, du bist ja ein absoluter ausgewiesener Experte und Profi. Du schreibst ja auch für die Sportwelt immer die Prognosen, die Analysen und so weiter und so fort. So eine Gewichtserlaubnis, wie viel hilft die denn wirklich? Vielleicht auch für diejenigen, die nicht so häufig zuschauen, die sich mit dem Rennsport nicht so gut auskennen.